So, und mit dem letzten Spiel, was ich heute Morgen aufnehme, denn danach möchte ich mal ein wenig schlafen, melde ich mich zurück mit NHL 2014 und das heutige Spiel heißt DEG gegen Krefeld, das Straßenbahnderby. So, ich will nicht lang fackeln. Ach so, mal eben abbrechen. Eben was gucken. Nicht Statistiken, Coaching-Optionen, genau. Rein bearbeiten. Angriffsshootout. Torhüter, genau. Ah, hat er direkt sein erstes Spiel, okay. Und Bobby Göpfert halt dann als zweiter Torhüter. Bin ich ja mal gespannt, wie er hält. So, wunderbar. Oh, wir haben beim Angriff wieder einen halben Stern dazugekriegt. Na juhu. Weil ich lese da, wenn ich das sehe, lese ich als erstes immer Pommes. Ich weiß auch nicht warum. Ach, herrlich, ey. Wieso ist ein... Ich dachte, der steht bei uns wieder... Egal. Aber da ist er doch aufgezeichnet. Egal, aufgestellt, nicht aufgezeichnet. So, bis gleich. Clement, I'm Gary Thorne, and this is About Hockey. Are you ready? We're in Germany for our game tonight between Düsseldorf EG and Krefeld Pinguini. Krefeld's offense, what we've seen anyway, is get that puck in and then work the defenders out of position. Yeah, they do that with passing, and if you're defending, look, eliminate the potential... Hat nicht der Björn Linder die normalerweise die 30? Ich dachte, die Nummer wäre reserviert. Naja, okay. Soll nicht mein Problem sein. Alter, wo bist du? Wo stehst du, Alter? Ah. Also Krefeld macht gerade einen unwahrscheinlichen Druck. Also die Generalprobe hast du schon mal nicht bestanden, Kollege, ne? Kevin Clark. Ich meine, da hat er ja auch, glaube ich, wenig Schnitte, ne? Ja. Vom Schoner abgeprallt und dann ab ins Netz, ja. Keine Schnitte, okay. War unglücklich, das Tor. Ich habe das Tor von den Krefeld in 4 Minuten noch nicht gesehen oder jetzt. Ja, egal. Ich hoffe, dass es wird sich jetzt aber mal ändern. So, Kreuz her. Oh. Schade. Alter, den hab ich gerade drinnen gesehen. Ah, schade. Hätte der den Puck mal besser, schneller unter Kontrolle gekriegt. Reed! Ah. Ja, und Kurtschi macht sich mal eben lang.
Nein, wohin? Ich frag jetzt mal nicht. Oh, ho, ho, ho. Ab nach vorne, ab nach vorne. Ja, knapp daneben, ist auch vorbei. Ach, schon wieder? Nein. Ah! Ei. Ich muss das Spiel definitiv gewinnen. Ich weiß zwar nicht, warum der Torhüter die ganze Zeit... Ach, schade. In einer Ecke bleibt, wenn er einmal den Puck abgewehrt hat. Aber, okay. Ist vielleicht eine Taktik von ihm. Vasani! Was? Ach komm! Oh, 42 Sekunden im ersten Drittel nur noch. Und es steht schon 1-0 für Krefeld. Ah, okay, okay. Kann man durchgehen lassen. Ich glaube, das letzte Spiel gegen Krefeld haben wir auch verloren, ne? Wow. Oh, noch direkt eine Schlägerei. Na komm, Pieta. Ich hoffe mal, Alexandri macht seinem... Na komm, 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 hau ihm aufs Maul, jawoll. Schlägereien, DG 1, Krefeld 0. Nun gut. 4-5, hatten wir das nicht gerade eben schon gehabt? Müsste doch jetzt normalerweise 5-5 stehen. Oder 5-4, so. Ja, dieses Tor war sehr, sehr unglücklich. Aber egal, was soll's. Nun gut, hat die meisten Torchancen, ja, ich weiß. Wie immer der Gegner. Ich ja nie. Komischerweise. So, Spiel fortsetzen. Auf geht's ins zweite Drittel. Leute, wir spielen zu Hause und dann auch noch gegen den letzten. Also zumindest da in dem... Oh. Ach so, wir haben noch Unterzahl, okay. Nun gut. Brandon Reed, 22 Spiele, 7 Tore, 9 Assists. Oi, 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 oi. Ey! Ich hab ihn vorweggecheckt.
Nein, nein. Ach, schade. Ich weiß, daraus hätte ich mehr machen können. Daraus hätte ich echt mehr machen können. Schade, es hätte vielleicht das 1-1 sein können. Und auch noch in Unterzahl. Gürtel. Masoni. Wo sind meine Spiele? Das Spiel ist trotz der Niederlage des Rückstands aber ganz schön munter. So gut, wir haben ja noch Zeit. Oh. Nun gut. Nee, ihr braucht gar nicht in die Nähe des Tores zu kommen. Ihr habt ein Tor mehr, kriegt ihr nicht. Marc Anthony Zanetti. Ey, du Drecksack! What the fuck? Was war das denn? Das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Wie auch immer, 2-0 Krefeld. Nein. Mann. Noch Mann. Ey, hin und her und her und hin. Ja, ist klar. Ja, schön, Strafe. 3-0. War knapp. Ja, Sulzer mal wieder. Okay, langsam wird's kritisch. Nein! Alter! Das gibt's doch nicht! Ich
Okay, im letzten Drittel muss definitiv was passieren. 3-0 für Krefeld. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Long. Scheibenkleister. Warum sind die so gut? Selbst das... Das gibt's nicht! Eine Minute 47 Sekunden noch im zweiten Drittel. Bullies gewonnen? Ich habe zwei Bullies gewonnen? Lauf! Nein, wohin? Jo, Ende des zweiten Drittel. Es steht 3-0 für Krefeld. Man will's echt kaum glauben. Nun gut. Dominiert das Körperspiel, ja. Wie immer, ne? Okay, auf geht's ins letzte und entscheidende Drittel. Kann die TEG nochmal rankommen? Oder verlieren wir gegen den letzten? Alter, das gefällt mir nicht. So, Reed, komm. Ab nach vorne. Werde ich von meinen eigenen Spielern geblockt, ey. Hat der den da rausgeholt? 13 Minuten noch bleiben der TEG, um irgendwas gut zu machen. Ansonsten heißt es wieder Niederlage. Oh, das wollen wir nicht, oder? Nein, das wollen wir definitiv nicht. Wir wollen doch in die Playoffs.
ist er? Wo ist er? Wie Strafe? Wofür denn jetzt Strafe? Drew Parrott, 2 Minuten für Behinderung. Na ganz toll. Okay, gucken wir, ob wir was reißen können. Schade, aber war nicht schlecht. Nein! Steh auf! Danke! Los, Reimer! Los! Ich habe das ganz dumme Gefühl, das wird wieder eine zu Null Niederlage. Boah! Was mache ich denn da? Oh mein Gott, noch 6 Minuten. Ich sollte mich mal ein bisschen dran halten. Könnt ihr mal aufhören, so viel rumzupassen? Noch 4 Minuten. Selbst das funktioniert nicht. Lauf, lauf, lauf! Ja! Schön! Nur noch 3-1, 1 Minute 49 Sekunden noch. Nicky Mon, drittes Tor ohne Assist. Sehr schön. Hat ja nur 3 Drittel gedauert. Okay, Jungs, jetzt nicht nachlassen. Eine Minute 49 Sekunden. Es ist nicht viel, aber es ist zu schaffen. Wenn ihr euch jetzt mal ein bisschen anstrengt. So, Ritterwall, 50 Sekunden noch. Was war das denn bitte? Da schießt der Reed dran vorbei. Oh. Ich sage jetzt nicht, was mir gerade durch den Kopf geht. Ich denke es mir einfach. Ja, das war's. Nein. Krefeld kann sich wie immer alles erlauben, genauso wie Iserlohn. Na gut, 3-1 verloren. Aber
war ein schönes Tor auch von Mond. So gut. Hat leider nicht sollen sein. Aber ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, das letzte Spiel gegen Krefeld haben wir auch verloren. Thomas Gurka, 1-0 Assist, Scott Lenko. Sozusagen alle gehalten. Und Niki Mond, 1-0 Assist. So, und beenden. Was sagt die Uhr? 10:08 Uhr. Okay. Oh, das ging jetzt aber rucki-zucki. So, das nächste Spiel ist gegen Wolfsburg. So, und die Tabelle sieht wie folgt aus. Nachdem wir ja jetzt das nächste Spiel wieder verloren haben, unter den besten 8 sind wir nach wie vor nicht. Oh, ho, 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 das gefällt mir überhaupt nicht. Wir sind nur noch 11 da, wir sind aus den Pre-Playoffs raus, das ist nicht gut. Aber wir haben ja noch viele Spiele vor uns. Achso, auf welchem Platz ist Wolfsburg? Das wollte ich noch gucken. Ah, 5. Okay. Der 11. gegen den 5. Nun gut, also wie gesagt, einen schönen Montagmorgen. Und ja, wir sehen uns definitiv in einem anderen LP wieder. Bis dann. Tschüss.